Was ich heute mit euch teile, damit hätte ich Millionen machen können. Habe ich aber nicht und ich teile es mit euch. Es ist die perfekte Art, Sprossen zu ziehen. Diese Art wurde noch nirgends geteilt, nirgends im Internet. Keiner hat das wahrscheinlich je so gemacht. Es ist die perfekte Art, kleine Sprossen zu machen. Also insbesondere Dinge wie Alfalfa-Sprossen. Es gibt bei der Sprossenzucht verschiedene Probleme. Ein großes Problem ist, die gekeimten von den nicht gekeimten zu separieren, weil die nicht gekeimten sind oftmals diejenigen, die irgendwann anfangen zu schimmeln oder so faulig zu werden. Die keimen halt einfach nicht, die liegen die ganze Zeit nur im Wasser und das ist halt blöd. Und das ist das Erste. Und keiner, wenn man nicht gerade Silke Leopold heißt, setzt sich hin und tut die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins Töpfchen oder andersrum. Und entsprechend ist das die eine große Problematik. Die andere große Problematik ist generell die Schimmelbildung, weil die Sprossen zu eng sind. Es gibt diese kleinen Sprossentürme und da kann man, wenn man es ordentlich macht, nur sehr wenig Sprossen machen. Und der dritte Vorteil von meiner Variante ist, dass dieser... Was ist eigentlich der dritte Vorteil? Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Ich war noch ein dritter großer Vorteil. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe das komplett abgenommen. Das Wichtigste ist einfach, dass das die beste Version ist. Das müsst ihr euch merken, das ist die beste Version. Ihr werdet das sehen und ich bin so mega stolz drauf. Und das hatten schon so viele, insbesondere auch diese Silke Leopold, auf dieses Video. Weil es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Und ich sage jetzt nichts mehr, sondern ich ziehe mich dezent zurück und überlasse dem Herrn Wow Spirit das Feld, der euch die ultimativ beste Möglichkeit zeigt, Sprossen zu ziehen. Kleine Sprossen zu ziehen. Große gehen auch. Ab geht's. Ich habe mir das Video gerade nochmal angeschaut, was ich euch dann sozusagen jetzt zeigen wollte. Und das Wichtigste hatte ich ganz vergessen bei dem Video. Und zwar das Gerät, was ich dafür nehme, das ist nicht dieser Standard-Sprossenturm, sondern das ist halt so ein fetter Sprossenturm. Der ist deshalb so gut, weil der hat halt diese riesen Löcher. Und diese riesen Löcher, das ist halt der Grund eigentlich. Das habe ich gar nicht im Video erzählt. Aber das, ich verlinke euch den unten, diesen Sprossenturm, mit dem das so mit dieser Technik funktioniert. Also das reicht nicht, diesen Sprossenturm zu kaufen, sondern ihr müsst das so machen, wie ich mache. Weil der Sprossenturm, viele kotzen über den Sprossenturm, aber die haben halt nicht mal ein Video gesehen. Die haben halt nicht mal ein Video gesehen. Also ihr braucht, wenn ihr die Technik so macht, diesen Sprossenturm, weil dieser Sprossenturm hat diese mega Löcher, wo die Kleinen ja einfach durchfallen würden. Und na, ich will nicht weiter verraten, aber es geht los. Aber am Anfang wirkt es total einfach, aber die Brillanz kommt erst mit diesem gesamten Prozess. Und daher, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und ihr freut euch. Und ich bin auf jeden Fall mega stolz und mega zufrieden, weil jetzt habe ich immer Alfalfa-Sprossen, das sind meine Lieblingssprossen, die mache ich halt jeden Tag immer neu und die sind immer fluffig, groß, nie angeschimmelt und ist einfach so mega geil. Mega, mega, mega geil. Kommen wir nun zur meiner Meinung nach besten Möglichkeit, Sprossen zu ziehen, wenn es sich um kleine Sprossen handelt. Und wir beginnen direkt. Ihr habt ein so ein Ding, das habt ihr gerade ausgewaschen von dem letzten Sprossen, die ihr noch hattet. Da liegt ja meistens da noch was drin oder sowas. Und habt das ausgewaschen, das ist noch leicht feucht. Und dann legt ihr in das Feuchte einfach eine Küchenrolle rein, die keine irgendwie farblichen Akzente hat. Also wo nicht Pittiplatsch drauf ist oder eine Sonne oder sowas. Damit einfach das Risiko minimiert, dass da irgendwelche schädlichen Stoffe drin sein könnten. So, und das legt ihr unten hinein und vielleicht, wenn man es von oben filmt, vielleicht noch ein bisschen besser. Da kann man hier sehen, wie sich das vollsaugt und an den Rändern drückt man das so ran, bis es dran ist. Und dann schlägt man das einfach rum und drückt das wieder runter, sodass an den Rändern eine richtig schöne Rundung entsteht. So. Ihr braucht ja gar nicht zu viel Wasser. Wie gesagt, wenn ihr das gerade abgewaschen habt, dann habt ihr da genug Wasser. Und dann alles schön in die Mitte rein. Und wenn ihr das jetzt drauf machen würdet, wäre das Problem, dass sich Samen, wenn ihr Wasser hier drauf tut, dann wird das kurz hochgeschwemmt und geht wieder runter. Das heißt,
Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber wenn ihr das dann hier einfach nehmt und verkehrt herum wieder hineintut, dann ist das perfekt. Dann ist das wie so ein rundes, perfektes Vlies. Danach nehmt ihr, für die Alfalfa-Sprossen kann ich sagen, hat sich bei mir so herausgestellt, dass 1,5 Esslöffel, das ist so ein Messlöffel, wo drauf steht ein Esslöffel, also 1,5 Esslöffel Alfalfa-Sprossen tut ihr dann hier rein. Und dann nehmt ihr Wasser, kaltes Wasser natürlich, und vielleicht von unten ist besser, wenn man das genau sieht. Hier, dass die schön alle Wasser abbekommen. Ihr müsst sie nicht vorher einweichen. Das ist halt so phänomenal, weil die Küchenrolle speichert Wasser und sie ist vollkommen ausreichend, um die Keimbildung voranzubringen. So, und dann lasst ihr, also ihr könnt, ich mache das immer so, dass sie sich dann gut verteilen, Watte tun ein bisschen hin und her wackeln. Und ja, irgendwann ist das Wasser dann raus. Genau. Und dann stellt ihr das dann auf euer Gerät halt. Hier seht ihr die verschiedenen Stadien. Das jetzt hier ist von ungefähr, würde ich sagen, 2 Tagen, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, 2 Tagen. Und da kommen wir zum nächsten. Also das ist jetzt hier schon fast fertig, ich habe das gerade alles gewässert, deswegen ist das alles noch ein bisschen, naja, sag mal, etwas feucht. Und jetzt nehmen wir das hier. Und jetzt ist nämlich die große Problematik, wie kriegen wir hier einzeln die raus, die nicht gekeimt sind, im Gegensatz zu denen, die gekeimt sind. Und das ist so die große Frage. Und die können wir mit diesem Gerät, und es geht halt eben nur mit diesem Gerät, unheimlich leicht beantworten. Weil die Löcher, die wir hier unten sehen, die sind jetzt gerade groß genug, um die nicht gekeimten, die ihr hier unten seht, um dass die durchfallen, aber die gekeimt sind, die fallen eben nicht mehr durch. Und ihr lasst einfach Wasser ein an der obersten Ecke und seht, wie die hier runter gehen alle. Und dann hebt ihr das Vlies hoch und zieht das langsam dann hier runter, sodass möglichst keine Sprossen dranbleiben. Könnt das weg. Und dann spült ihr einfach richtig schön durch und ihr werdet dann unten hier die ganzen Sprossen sehen, die nicht gekeimt sind. Die sind jetzt hier unten im Wasser und ja, und alle die gekeimt sind, die sind halt eben noch oben in der Schale und die stellt ihr einfach wieder hier drauf zu den anderen und da ist dann auch nicht mehr der Zellstoff da, sondern die können frei atmen und mit dieser Box sowieso ganz gut, weil hier oben noch ein Loch drin ist. Und ja, ist einfach die perfekte Möglichkeit, zumindest aus meiner Sicht, die perfekte Möglichkeit, Alfalfa-Sprossen zu ziehen. Ich habe es probiert mit vielen anderen Dingen. Ich habe Keimgläser gehabt. Ich habe es in so einem viereckigen Keimding gemacht. Ich habe das in dieser anderen Sprossenbox, diese, glaube ich, grau ist die gemacht. Das ist auch das Problem beim Reinigen, dass erstmal nur ein Loch existiert, das nur auf der einen Seite ist. Und dann sind so die Rillen, wo sich die Sachen verfangen. Diese Box ist wirklich genauso, wie ich es jetzt gemacht habe mit den Alfalfa-Sprossen, perfekt. Wenn ihr größere Sprossen habt, wo ihr keinen Zellstoff einlegen müsst, dann könnt ihr die natürlich vorher einweichen, warten bis die ankeimen und dann hineintun, weil die fallen ja automatisch nicht durch das Loch. Aber ihr könnt das genauso machen, müsst das experimentieren. Ich habe da jetzt noch nur die Mungbohnen bis jetzt probiert, bei denen funktioniert es und bei den Beluga-Linsen. Die müsst ihr vorher nicht einweichen, sondern ihr könnt, wenn ihr Zellstoff reinlegt, das einfach drauflegen lassen und das Wasser des Zellstoff reicht vollkommen aus, um den Keimprozess in Gang zu bringen. Und dort ist sogar der Vorteil, dass ihr nach 2-3 Tagen, ja, im Endeffekt, also ihr könnt es immer rausziehen, weil die fallen nie durch. Der Nachteil allerdings ist dann bei den Sprossen, dass die nicht keimen, natürlich auch nicht unten durchfallen. Und so wird eigentlich der Nachteil, den oft viele von dieser Box für sich festgestellt haben, dass die kleinen durchfallen. Deswegen gibt es ja diese Zellstoff-Patties, die man kaufen kann, was total unnötig ist, wie ihr jetzt gesehen habt, wird eigentlich zum Vorteil, weil es dann eben genau die ausselektiert, die nicht gekeimt sind. Und somit habt ihr viel weniger Schimmelraten, ihr habt
viel knackigere, viel bessere Sprossen und ja, entsprechend ja, meine absolute Empfehlung, also das Keimgerät und genau diese Verfahrensweise. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Verfahrensweise noch nirgendwo irgendwo zu sehen ist. Das heißt, ihr seid die Ersten, die das jetzt gesehen haben und meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres, um Sprossen auszusortieren, um sie effektiv keimen zu lassen und ja, einfach ist es die beste Möglichkeit. Und wenn ihr das, wenn ihr auch eine Möglichkeit habt, was anderes, dann unter, dann tut unten in den Kommentaren irgendeinen Kommentar hinterlassen und sagen, wie ihr das persönlich für euch gelöst habt, diese Problematik, dass die kleinen Sachen, die nicht keimen, aussortieren. Und ja, ansonsten freue ich mich immer mit dem Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.